Guten Abend, hier ist der Frank vom foodblog-hamburg.de. Juhu, wir kochen mal wieder was. Wir machen heute gefüllte Paprika. So, ich habe jetzt schon mal angefangen, hier so ein bisschen die Zwiebel klein zu schneiden. Wir gebrauchen für unsere gefüllten Paprikas für uns jetzt zwei Paprikas. Wenn ihr dann vier Leuten seid oder ein bisschen mehr Hunger habt, macht das ruhig mit vier. Ich werde das runterschreiben. Unten in der Description Box wird es wieder eine Einkaufsliste stehen. Geben, da schreibe ich das mit vier rein. Dann brauchen wir ein bisschen griechischen Schafskäse, eine rote Zwiebel. Ich benutze immer Solo-Knoblauch, der ist so ein bisschen kräftiger im Geschmack. Deshalb brauche ich nur eine davon. Wenn man gerne mehr haben möchte, ein bisschen mehr Geschmack haben will oder anderen Knoblauch benutzt, dann braucht ihr vielleicht 2, 3, 10. Davon brauchen wir definitiv für diese zwei nur eine. Dann brauchen wir noch ein bisschen Hack, das habe ich hier, und passierte Tomate. Alles Weitere werde ich euch dann gleich beim Kochen erzählen. Ich schneide noch mal eben schnell meine Zwiebel hier zu Ende runter und dann geht es gleich weiter. So, Knoblauch ein bisschen zusammendrücken und dann einfach flach wie er ist runterschneiden. Wunderbar. Jetzt noch schnell eine Chili schneiden. Ist immer abhängig davon, was für Chilis man sich kauft. Wir haben immer diese kleinen, und diese kleinen Teile, die sind schon ziemlich fies. Wenn ihr es nicht so scharf haben wollt oder nicht so scharf abkönnt, Kerne raus. Mittig aufschneiden, mit dem Löffel die Kerne rausnehmen. Das sind die Übeltäter. Sonst brennt es gleich im Hals. Ich schneide die dann noch einmal so klein. Weil wir wollen halt auch nicht so mega viel, so riesen Lappen da drin haben. So finde ich das aber schon ganz gut. So, jetzt geht es mit der Pfanne weiter. So, ein bisschen Olivenöl in die Pfanne. Und dann schmeißen wir da schön unsere Zwiebeln drauf. So, schön ein bisschen schwarzen Pfeffer. Soll ja auch ordentlich Geschmack bekommen. Schön salzen. So, jetzt noch ein Teelöffel Paprika und Kreuzkümmel. Wunderbar. Das Ganze jetzt noch mal so ein paar Sekunden, 30, 40 Sekunden mit hier braten lassen und dann sind wir hier schon mal mit der Pfanne durch. So, dann können unsere Zwiebeln schön hier mit rein zu unserem Hack. Wunderbar. Dann tue ich ein bisschen was von meinem Feta-Käse hier mit hinein. Bröckeln wir einfach so da drauf. Super. So, ein bisschen was von den passierten Tomaten mit hier hinein. So, klasse. Und dann müssen wir das Ganze schön vermengen. So, dann schneiden wir mal schön die Paprika auf. Achso, das geht damit gar nicht. Na gut, muss ich mir noch mal ein Messer holen. So, jetzt aber. Einfach nur so einen Deckel ab. Und dann mit dem Löffel hier innen drin das Kerngehäuse raus. Super. So, dann sieht das so. Ich hoffe, man kann das sehen. So von innen aus. Das machen wir jetzt mit der roten auch noch. Jetzt können wir schon mal den Backofen 200 Grad
Nö, machen wir ruhig Umluft. Der kann jetzt schon mal langsam vorheizen. So, dann tun wir hier die passierten Tomaten hier hinein. Super. Das ist eine Glasform, die wir jetzt benutzen. Die ist feuerfest. Die können wir wunderbar dafür jetzt nehmen. Und dann fülle ich jetzt mal schnell hier meine Faster hinein. Aber ich mache das mit der Hand. Das geht am besten. So, richtig schön was da rein. Na? Wollen ja auch ordentlich was zu essen haben. Nummer 1. Nummer 2. Klasse. Dann tun wir die hier schön rein. Meine orangefarbene steht natürlich nicht ganz so geil. Meine gelbe steht richtig gut. Und die rote auch. Schönen Deckel drauf. Klasse. So, dann kommen die jetzt in den Backofen. Der ist schon schön heiß. Stehen hier schön drin. Ab in den Backofen. 30 Minuten, dann gucken wir mal, wie die aussehen. So, jetzt sind 30 Minuten vergangen. Alter, sieht das geil aus. Aber heiß ist es irgendwie. Irgendwie ist es heiß. Ich nehme das jetzt hier mal raus. Heiß, 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 heiß. Bah, ist das heiß. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dass ich auch noch nicht kalt kochen kann. Das sieht doch gut aus, oder? Sieht richtig gut aus. Ich glaube, ich nehme den jetzt hier raus, werde den auf einen Teller tun und werde den mal in der Mitte durchschneiden. Dann nehmen wir den jetzt hier mal raus. Patsch. Ich nehme mal den Deckel ab. Boah, das sieht geil aus. Und damit ihr seht, wie schön das Ding aussieht, schneide ich den jetzt einfach mal in der Mitte durch. Ist das geil? Ich finde, das ist richtig geil. Ja, finde ich auch. So, ich nehme jetzt hier mir noch ein bisschen von dem Peter die Silie. Schneide die hier so ein bisschen klein. Dann tun wir die da gleich schön noch in unsere Tomate rein. Zieh die mal so ein bisschen zur Seite. Beiden. Und dann können wir das hier so ein bisschen aufrühren, da noch ein bisschen Petersilie reinschmeißen. Geil. Und dann können wir das dann noch ein bisschen oben drüber tun. Lecker. Ja, richtig lecker. Der Reis ist bei uns auch gleich fertig. Tu das da jetzt mal so ein bisschen rüber. Jetzt noch eine schöne Portion Reis dazu. Das ist doch vom Feinsten. Ich kann es nicht lassen. Es ist aber so mega heiß. Wir machen jetzt einmal kurz Schnitt, bevor ich mir den Mund verbrenne und dann geht es gleich weiter. Und? Richtig geil. Boah. Chili ist so ein bisschen da. Richtig lecker. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das gefallen. Unsere schnelle Nummer, die wir hier mal eben schnell fabriziert haben. Solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, bitte abonnieren. Ich schreibe unten eine Einkaufsliste. Da könnt ihr das alles nach einkaufen und sehen, wie viel wir genau wirklich von jedem benutzt haben. Und sollte euch das gefallen haben, ich freue mich über einen Daumen. Kommentare immer gern gesehen. Habt ihr Fragen, einfach reinschreiben, wir antworten. Dann sagen tschüss. Ciao, ciao. Und Frank. Und wir sehen uns das nächste Mal bestimmt wieder. Ciao, ciao.